Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei TV Liberal. Die EU feiert ihren 50. Geburtstag. Wir Liberalen feiern mit. Mittlerweile ist uns vieles, was Europa an Fortschritt gebracht hat, zur Selbstverständlichkeit geworden. Übrigens vor allem für die jungen Menschen. Die Reisefreiheit, die offenen Grenzen für Güter und Dienstleistungen, für Arbeit und Kapital. Darüber kann man sich in der Tat freuen. Aber eins ist niemals selbstverständlich: Frieden in Freiheit. Ich finde es gut, dass meine Kinder in dem erfolgreichsten Friedensprojekt der Geschichte aufwachsen können. Wenn Europa nicht mehr gebracht hätte als diese längste Friedensperiode in der Geschichte unseres Landes, es hätte sich schon gelohnt. Große Liberale hatten daran entscheidenden Anteil. Denken Sie an Walter Scheel, Otto Graf Lambsdorff, Hans-Dietrich Genscher, Klaus Kinkel. Jetzt wollen wir diese Erfolgsgeschichte aktiv fortschreiben. Dabei sind wir nicht blind gegenüber Problemen, auch nicht gegenüber Fehlentwicklungen. Aber wir halten uns nicht damit auf, daran herumzumäkeln, sondern wir bemühen uns, Europa besser zu machen. Besser, das heißt zum Beispiel transparenter, verständlicher, freiheitlicher, bürgerfreundlicher, demokratischer und auch weniger bürokratisch. Heute gilt es, zum einen das Friedensprojekt Europa auch für die folgenden Generationen zu sichern. Aber zum anderen auch die Selbstbehauptung der Europäer im globalen Wettbewerb zu organisieren. Denn dieser Wettbewerb wird immer härter. Wirtschaftlich, politisch und übrigens auch kulturell. Es geht ja nicht nur darum, unseren Wohlstand zu sichern, sondern auch unsere Lebensweise zu verteidigen, die auf Toleranz, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und vor allem auf der Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen und damit auf den Kernelementen der Aufklärung fußt. Wer nicht blind durchs Leben läuft, wird nicht übersehen, dass diese liberalen Grundwerte und Überzeugungen in der Welt keineswegs unangefochten sind. Und oft genug bei uns selbst auch nicht. Die EU ist so erfolgreich gewesen, weil sie auf den Grundprinzipien von Vertrauensbildung und Ausgleich, auf der Achtung vor den nationalen und regionalen Identitäten, auf Gleichberechtigung, auf Ebenbürtigkeit der Völker Europas, egal ob groß oder klein, ob Nord oder Süd, Ost oder West, basiert, auf der Idee der Einheit in Vielfalt und auf der Erkenntnis, dass Europa kein Nullsummenspiel ist, sondern eben sehr viel mehr als die Summe seiner Teile. Wir Liberalen wollen unseren Beitrag zur Selbstbehauptung der Europäer in einer immer enger zusammenrückenden Welt auch in Zukunft leisten. Machen Sie dabei mit. Herzlichen Dank.